Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur dritten Season Zeichensetzung. Und in dieser dritten Season wird es um die Begegnung zwischen Ost und West gehen. Zwischen dem, was man den Orient nennt, und dem Okzident, dem Abendland, unserem sogenannten christlich geprägten Abendland, und auf der anderen Seite dem vor allem muslimisch geprägten Orient. Und mit Orient werden wir im Folgenden verstehen die Gebiete im vorderen Orient, also Palästina, Israel, Türkei bis hin nach Persien, aber auch Gebiete in Südspanien, im Andalusien, in dem die Araber ja bis ins 15. Jahrhundert hinein heimisch waren. Und es geht in dieser Season darum, wie diese Begegnung zwischen vor allem muslimisch geprägten Orient und dem sogenannten christlichen Abendland in der Literatur Sprache geworden ist. Wir werden also einen Gang durch die Geschichte machen und uns die großen literarischen Beispiele näher betrachten, in denen von einer Begegnung zwischen Ost und West die Rede ist. Und beginnen werden wir mit Aeschylus, die Perser. Wir werden dann über, das ist also in der vorislamischen Zeit, wir werden dann gehen über das Mittelalter, die Zeit der Kreuzzüge hinweg, die Zeit der Reconquista in Spanien, bis hin in die Neuzeit, die Zeit der Aufklärung, der Türkenkriege und dann die Zeit der Industrialisierung, der kolonialen und postkolonialen Zeiten. Und wir werden uns die großen Dichter anschauen, einzelne Werke natürlich von ihnen, die mit dieser Begegnung spielen. Wir werden zum Beispiel die großen persischen Dichter Rumi, Hafiz und Saadi kennenlernen. Wir werden unbekanntere arabische Lyriker und Lyrikerinnen kennenlernen, das Schahnameh uns anschauen, Tausend und eine Nacht, um nur einige Beispiele aus diesem orientalischen Bereich zu nennen. Auf der anderen Seite schauen wir dann nach Europa. Welche Dichter haben sich dieser Begegnung angenommen? Und das beginnt dann auch mit den Heldenliedern im Mittelalter und geht hin bis zu Lessings Nathan der Weise, Goethe, westöstlicher Divan, hin zu Rainer Maria Rilke und zum Schluss zu Houellebecqs Unterwerfung. Natürlich ist es nur eine Auswahl, eine sehr subjektive Auswahl von literarischen Werken, die ich Ihnen vorstellen werde. Sie beansprucht absolut keine Allgemeingültigkeit. Sie ist zustande gekommen aufgrund meiner Recherchen und aufgrund von Gesprächen, die ich mit Freunden und Freundinnen geführt habe, die sich vor allem auch auskennen in zum Beispiel der persischen Literatur und der Literatur des vorderen Orients. Beginnen werde ich das nächste Mal mit einem geschichtlichen Überblick, der die Begegnung zwischen Ost und West in den Mittelpunkt rückt. Literatur kann man meiner Meinung nach nur begreifen, wenn man begreift, in welcher Zeit und an welchem Ort diese Literatur entstanden ist, welche Grundüberzeugungen die Dichter geprägt haben, das Mainstream-Denken einer Zeit, das sich eben in jeder Äußerung, die Menschen tun, widerspiegelt. Und das gilt eben auch für die Adressaten einer Literatur. Wir haben im Hochmittelalter ein anderes Publikum, das feudale Publikum, als in der Zeit der Industrialisierung, wo Bürger und vor allem auch Bürgerinnen Bücher kaufen und mit Begeisterung Romane lesen. Das wird der Hintergrund sein für die Beispiele, die wir uns dann im Einzelnen anschauen wollen.
Und beginnen wird es eben dann das übernächste Mal mit Aeschylus, die Perser. Die Perspektive, in der ich Ihnen diese Literatur vorstellen werde, ist selbstverständlich eine europäische. Ich bin hier in Europa groß geworden, habe hier studiert, habe mein Leben lang hier gearbeitet und meine Sicht ist ganz sicher europäisch geprägt. Ich habe mich mein Leben lang darum bemüht, auch den Blick der anderen einzunehmen, andere Kulturen etwas besser verstehen zu können. Und ich werde mich auch in dieser dritten Season darum bemühen, Ihnen die Literatur des Orients vorzustellen, wenigstens mit dem Versuch, eine andere Perspektive einzunehmen. Ob mir das gelingt, wir werden sehen. Ich hoffe, in dem einen oder anderen Fall kann ich doch dem einen oder anderen Werk wenigstens einigermaßen gerecht werden. Also, das nächste Mal beginnt es mit einem geschichtlichen Überblick über diese Begegnung Ost-West und dann das übernächste Mal mit Aeschylus, die Perser. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Kommentare, die ich von Ihnen zu den einzelnen Sitzungen erhalten werde.